Seit 2017 war sie Bildungsministerin in Brandenburg. Nun gibt Britta Ernst ihr Amt auf. Die SPD-Politikerin hat Ministerpräsident Woidke um Entlassung gebeten. Woidke würdigte die Arbeit der 62-Jährigen. Gründe für den Rücktritt wurden aber zunächst nicht genannt. Bildungsstaatssekretär Freiberg wird das Amt übernehmen und Britta Ernst ist mit Bundeskanzler Scholz verheiratet. Am Nachmittag äußerte sie sich zu ihrem Rücktritt. Ich will ausdrücklich sagen, dass es für mich immer eine große Ehre und Freude war, das Ministerium führen zu dürfen. Und ich bin auch sehr dankbar für das Vertrauen, das Dietmar Woidke mir im September 2017 geschenkt hat, dass ich diese Aufgabe übernehmen durfte. Die Herausforderungen für das MBJS und die Aufgaben sind sehr groß. Um dem zu begegnen, ist eine große Geschlossenheit notwendig. Ich weiß, dass die Aufgaben des MBJS künftig bei meinem Nachfolger Steffen Freiberg in besten Händen sein werden. Ja, soweit also ein kurzer Ausschnitt aus der Rede von Britta Ernst und nachgefragt dazu bei Andreas König in Potsdam. Sie haben die vollständige Rede von ihr verfolgt. Welche Gründe nannte sie denn für ihren Rücktritt? Na, der Rücktritt heute in der Form, wie er geschehen ist, dass sie um Entlassung gebeten hat, kam erstmal völlig überraschend. Und tatsächlich hat sie in ihrem kurzen Statement in der Potsdamer Staatskanzlei dann nicht viel mehr zu den Gründen gesagt, als jetzt zu hören war, dass die großen Herausforderungen in der Bildung in Brandenburg große Geschlossenheit erfordern. Das war nur ein Hinweis darauf, dass es diese Geschlossenheit offenbar nicht mehr gibt. In einer schriftlichen Erklärung ist sie dann deutlicher geworden und hat geschrieben, dass sie für ihre Pläne, dem Lehrermangel zu begegnen, ihr die Unterstützung gefehlt hat, besonders die aus den Reihen der eigenen SPD-Landtagsfraktion. Sie beobachten ja die Landespolitik in Brandenburg. Wie ist es denn um die bestellt? Gibt es dort viel Geschlossenheit oder eben nicht? Naja, was die Bildungsarbeit angeht, da gab es schon immer viel Kritik. Als Britta Ernst angetreten ist, hat sie auch ein paar Reformen angestoßen, die vorher immer lange liegen geblieben sind. Dazu gehörte zum Beispiel die Reform des komplizierten Systems der Kita-Gebühren oder auch dem sich massiv abzeichnenden Lehrermangel zu begegnen. Das waren somit ihre großen Aufgaben. Beides ist so ins Stocken geraten durch die Corona-Pandemie. Zum Beispiel bei der Kita-Gebührenreform die wurde gestoppt für diese Legislatur, weil die Kommunen und die Landkreise nicht mehr mitgezogen haben und dabei bei Finanzierung auf die Belastung durch die Corona-Pandemie verwiesen haben. Das, was sie angesprochen hatte, dass sie ihr Unterstützung fehle im Kampf gegen den Lehrermangel, da ging es unter anderem darum, dass 1.800 neue Lehrer eingestellt werden sollen in Brandenburg. Für die jetzt nicht mehr Bildungsministerin war abzusehen, dass 200 Stellen davon zum Beispiel nicht mehr besetzt werden konnten. Und sie hatte vorgeschlagen, diese 200 Stellen etwa in Sozialarbeiter- oder Schulhelferstellen umzuwandeln. Da gab es große Kritik und Protest, nicht nur von der Opposition, sondern eben auch aus den Reihen der SPD, weil die befürchteten, dass damit Lehrerstellen aufgegeben werden in Grundschulen, in Schulen mit integrativem Unterricht, die dann einfach fehlen würden. Und offensichtlich in den Gesprächen ist man jetzt nicht zu einer Einigung gekommen. Und Britta Ernst hat bis zum Schluss an ihrem Vorhaben festgehalten. Und offensichtlich hat das jetzt den Ausschlag gegeben, auch mit für den Rücktritt. Nun ist ja Britta Ernst die Frau des Bundeskanzlers. Rein politisch gab es zwar nicht so viele Berührungspunkte zwischen beiden. Trotzdem wird ja der Name Olaf Scholz nun automatisch auch genannt, wenn es um diesen Rücktritt geht. Inwiefern färbt das vielleicht auf ihn ab? Ja, Britta Ernst hat ja sehr immer auf ihre Eigenständigkeit geachtet. Sie hat sich ja dann nie als First Lady irgendwie in den Vordergrund geschoben und auch immer betont, dass sie eine eigenständige Politikerin ist und Bildungsministerin in Brandenburg. Und insofern gibt es da, glaube ich, bei ihrer Arbeit keine so enge Verbindung zu ihrem Mann, dem Bundeskanzler. Wollen wir vielleicht noch ein paar Worte verlieren zu ihrem Nachfolger? Das soll ja ihr Staatssekretär Steffen Freiberg werden. Was ist über ihn bekannt? Na, Steffen Freiberg ist in Rostock geboren. Er kommt also aus Mecklenburg-Vorpommern, hat dort auch so seine politische Karriere begonnen, so als Referent im Schweriner Landtag, ist dann auch 2016 in die gleiche Position gekommen, die er bis jetzt in Brandenburg innehatte. Er war dort Bildungsstaatssekretär und ist vor einem Jahr nach Potsdam gewechselt als Bildungsstaatssekretär. Er hat heute betont, dass er mit Britta Ernst immer sehr vertrauensvoll und eng zusammengearbeitet hat
Und er will sich jetzt den neuen Herausforderungen stellen und versuchen, Lösungen für die Probleme zu finden. Bei einem wichtigen Teil der Digitalisierung ist er auch schon sehr gut eingearbeitet, weil da leitet er in der Bildungsministerkonferenz Arbeitsgruppen, die sich mit diesem Thema der Digitalisierung an den Schulen beschäftigen. Und wie geht es jetzt für ihn weiter? Womit wird er sich jetzt zuallererst beschäftigen müssen? Na, ja, er wird sich den ganzen Problem widmen müssen. Also dieses Problem mit des Lehrermangels ist wahrscheinlich ein dringendes, dass man bei diesem aktuellen Problem, was auf dem Tisch liegt, dass man da jetzt schnell eine Lösung findet. An meiner Reaktion haben Sie ja wahrscheinlich gemerkt, dass da die Bandbreite sehr groß ist und er da sehen muss, dass er bis zum neuen Schuljahr Lösungsansätze bieten kann, gerade was dieses Problem des Lehrermangels und des Unterrichtsausfalls in Brandenburg stehen wird. Und die Sozialdemokraten sind da auch etwas unter Druck, weil nächstes Jahr ist Landtagswahl in Brandenburg und das Thema Bildung steht bei Länderwahlen ja auch immer sehr hoch in der Agenda beim Wahlkampf. Und da muss man eben sehen, dass man damit dann auch im Wahlkampf möglichst punkten kann. Die Bildungsministerin von Brandenburg, Britta Ernst, tritt zurück. Das war Andreas König. Dankeschön dafür.